Die hitzig geführte Debatte um offenem und latentem Rassismus aus den USA nach Deutschland geschwappt. Für die einen eine mehr als überfällige Diskussion um die Aufarbeitung unseres kolonialen Erbe. Für die anderen eine überhitzte, allenfalls vordergründige Auseinandersetzung. Wie tief koloniale Stereotype und Klischees in unserem Straßenbild verankert sind, das zeigen zwei Beispiele aus Erfurt und Eisenberg. Eine Uferstraße im Norden von Erfurt. Über 400 Haushalte leben hier. Die sollen sich fragen, wo sie da eigentlich leben. An einer Straße mit dem Namen Nettelbeck-Ufer, benannt nach Joachim Nettelbeck, der niemand sei, den man ehren sollte, findet ein Zusammenschluss aus zwei Initiativen in Erfurt. Wir denken, im Jahr 2020 können solche Figuren wie Nettelbeck, die eben für Versklavungshandel, Koloniallobbyismus, Nationalismus und Durchhalteterror stehen, die können nicht mehr mit Straßennamen öffentlich im Raum geehrt werden. Joachim Nettelbeck, 1738 geboren, war Kapitän auf niederländischen Versklavungsschiffen und verkörperte die rigorose Verteidigung der Stadt Kolberg 1807. In einer Kampagne wollen die zwei Initiativen in den Bürgerdialog gehen und schlagen eine Umbenennung vor. In Gerd-Schramm-Straße. Ein Schwarzer, der in dieser Straße geboren wurde. Gerd Schramm, der Zeit seines Lebens für Werte wie Solidarität, Gleichheit aller Menschen eingestanden hat, auch nach dem Überleben des KZ Buchenwalds, wo er inhaftiert war aufgrund der Rassenideologie des NS-Regimes, später auch mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt wurde. Und da sehen wir einfach diesen Kontrast und auch einen symbolischen Wert, ihn als zukünftigen Namensgeber vorzuschlagen. Langsam beginnt gerade in Erfurt eine Diskussion um das Nettelbeck-Ufer. Sie trifft auf eine Rassismusdebatte in Deutschland und den Zeitgeist, Straßennamen zu überdenken. Die Straße beispielsweise, die den Gründer des Leipziger Zoos ehrt, Ernst Pinkert. Eine Initiative fordert dazu eine kritische Debatte. Denn Zoodirektor Ernst Pinkert war auch verantwortlich für rassistische Völkerschauen, die damals beliebt waren. Es ist ein Spannungsfeld. Neben dem Drang, eine Debatte über Verfehlungen von Straßenpatronen anzustoßen und den unreflektierten Teil unserer Geschichte zu erhellen, steht die Gefahr einer Auseinandersetzung, die Grundlage zu entziehen. Es gibt in meiner Wahrnehmung nur wenige Fälle, wie zum Beispiel das Nettelbeck-Ufer in Erfurt, in denen eine Umbenennung angemessen ist. Ich würde sagen, zumutbar ist es, wenn wir uns mit den wesentlichen Leistungen der betreffenden Person, für die sie heute steht, weitgehend identifizieren können. Und wir sollten damit leben, dass die betreffenden Personen selbstverständlich nicht in allen Facetten Ansichten vertreten haben, die unserem heutigen Weltbild entsprechen. Es geht nicht nur um Straßennamen. Auch weitere Überbleibsel kolonialer Denkmuster finden sich im Stadtbild. Denkmäler, die diskutiert werden, oder unkommentierte Darstellungen eines schwarzen Dieners. Aber wo ist der Ursprung? Von 1884 bis 1918 hatte Deutschland mehrere Kolonien. Dazu zählten unter anderem Togo, Kamerun, das heutige Namibia, das heutige Tansania, Burundi und Ruanda. Das Gefühl, der wertvollere Mensch zu sein, ist auch danach nicht aus den Köpfen verschwunden. Bis heute finden sich Spuren im Alltag und in der Architektur. Es hat bis vor kurzem ganz massiv an einer Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus gefehlt. In der Literatur nennt man das koloniale Amnesie, also ein Vergessen der deutschen Kolonialgeschichte, wo Aufarbeitung dringend nötig ist. Eine Statue, die polarisiert, ist die eines schwarzen Menschen in Eisenberg, Thüringen. Der Ursprung liegt in einer Sage. Darin wird ein schwarzer Diener einer Gräfin zu Unrecht beschuldigt, ihren Schmuck gestohlen zu haben. Kurz vor seiner Hinrichtung wird seine Unschuld bewiesen. Um die 1724 erbaute Brunnenfigur hat sich ein Heimatverständnis der Eisenberger gesponnen. Also soll sie bleiben. Das ist eben
die Darstellung einer schwarzen Person, aber schlussendlich eben der Eisenberger Mohr aus der Sage heraus und die Verortung, dass man sich jetzt nur daran festmacht, dass es sich um eine schwarze Person handelt, ist aus meiner Sicht eine zu kurze Interpretation der gesamten Situation. Es ist eine romantische Darstellung von der Geschichte und die geschichtlichen Zusammenhänge, wie sie tatsächlich passiert sind. Diese Realität des Kolonialismus mit allen schlimmen, negativen Seiten, die findet sich in der Geschichte nicht wieder. Und das bezeichnen wir eben dann auch als Geschichtsklitterung. Es ist ein Verschieben von Wahrheiten und von Realitäten. Und es ist gleichzeitig auch die Basis für eine Reproduktion von Rassismus. Knappe Bekleidung mit Federrock, ein antiquierter weißer Blick auf einen Schwarzen. Änderungen? Eine Herausforderung, denn die Figur ist eng verwoben mit dem Eisenberger Selbstverständnis und sogar stadtfest. Und was, wenn man die Statue einfach abreißen würde? Ich würde sagen, dass da das Verständnis für die Geschichte in ihren Ambivalenzen verloren geht und dass ebenso letztendlich auch Bildvorräte verloren gehen, also unsere gespeicherte visuelle Kultur. Deshalb halte ich es immer für die bessere Lösung, ein Denkmal am Standort zu belassen, mit einer kommentierenden Tafel zu versehen oder zum Beispiel auch mit einem Antidenkmal, mit einem Gegendenkmal in ein Spannungsverhältnis zu versetzen. Denkmäler, an denen sich Debatten entzünden. Straßenschilder, die zum Nachdenken anregen. Entsteht es gerade ein kritisches Verständnis unserer kolonialen Vergangenheit?